Mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro soll die Bundeswehr wieder fit gemacht werden. Das ist bekannt. Die Kommunen fordern nun aber, dass auch die Bevölkerung besser geschützt werden muss. Der Städte- und Gemeindebund spricht konkret davon, alte Bunker wieder zu reaktivieren. Aktuell gibt es hierzulande nur noch knapp 600 öffentliche Schutzräume. Auf den ersten Blick sieht dieser Nürnberger Bunker voll funktionstüchtig aus. Doch im Ernstfall wäre er nicht mehr nutzbar. In den 70er Jahren war er errichtet worden, um 2448 Menschen bis zu 2 Wochen vor einem möglichen Dritten Weltkrieg zu schützen. Zum Einsatz kam er nie. Dieser Bunker wäre nicht einsatzbereit, vor allem weil es keinen Auspuff mehr gibt für die Abgase von dem Dieselgenerator, der den Strom erzeugt. Aber auch so mit Wasserversorgung und so, das ist alles nicht mehr einsatzbereit. Die damalige Bundesregierung im Jahr 2007 hat beschlossen, diese Bunker stillzulegen und aufzulösen, weil man der Meinung war, die werden nicht mehr gebraucht. Eine Entscheidung, die angesichts des Ukraine-Kriegs wieder diskutiert wird. Lediglich 579 öffentliche Schutzräume existieren noch in Deutschland, mit Platz für knapp 480.000 Menschen. Zum Vergleich, die Schweiz hat 360.000 Bunker und könnte somit ihre gesamte Bevölkerung schützen. Die Situation in Deutschland muss sich ändern, finden sowohl der Städte- und Gemeindebund als auch die CDU. Deswegen müssen wir die Bunker, die wir haben, wieder ertüchtigen, auf die Höhe der Zeit sozusagen bringen und auch darüber nachdenken, wie wir sinnvollerweise auch weitere Schutzräume, etwa in U-Bahn-Stationen, Tiefgaragen etc. Herstellen können. Wie das europäische Ausland seine Zivilbevölkerung schützt, darüber hat sich Verteidigungsminister Pistorius vor kurzem in Finnland ein Bild gemacht. Allein in Helsinki gibt es Bunker, hier etwa als Sportzentrum genutzt, mit Platz für mehr Menschen als in der Stadt überhaupt wohnen. Eine Schutzquote, die in Deutschland aber höchstwahrscheinlich nie erfüllt werden wird.